meine persönliche Meinung ist, dass diese Zeit der sogenannten freien Atonalität überhaupt ein Höhepunkt des menschlichen Geistes überhaupt ist, sich eben ganz der Autoritäten zu entledigen und völlig auf sich selbst als autonomes Individuum zu vertrauen und die Musik aus den eigenen Gehirnwindungen zu schöpfen. Sozusagen nur Neues, das passiert ganz, ganz, ganz selten. Natürlich kann man so etwas wie Opus 16 Nummer 1 von Schönberg auch rein psychologisch oder psychoanalytisch erklären. Die Konflikte im Menschen drin, zum Beispiel wie man sie sieht in dem erschütternden Selbstbildnis von Schönberg, der als dilettantischer Maler da eine ungeheure Wahrheitsintensität über sich selber auf die Leinwand bringt. Das heißt, statt zum Psychoanalytiker zu gehen, objektiviert er seinen Konflikt, indem er ein Bild draus macht. Man könnte sicherlich diese seelische Verfassung, die aus diesem Bild spricht, auch zur Grundlage von Opus 16 Nummer 1 legen. Aber im Licht der Geschichte und nach den Judenverfolgungen höre ich das eben anders. Das ist mir als privates Leiden von Herrn A.S. ist mir das nicht bedeutungsvoll genug und die Musik scheint mir so einzigartig. Arnold Schönberg, geboren 1874. Der 1883 geborene Anton Webern und Alban Berg, Jahrgang 1885, sind das Triumvirat der zweiten Wiener Schule. Schönberg-Schüler in Wien sind Berg und Webern ab 1904. Die Werke der heutigen Sendung werden in den 5 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg komponiert. Schönbergs Orchesterstücke 1909, Weberns Orchesterstücke 1911 und 1913, Bergs Orchesterstücke 1913-14. Dieser große Moment des Aufbruchs, also ich fühle Luft von anderen Planeten wirklich als ein kontinentales Ereignis, das in allen diesen Kulturländern Mitteleuropas die große künstlerische Veränderung darauf hinweist, dass sich etwas Geistiges verändert und, ich weiß nicht, das kann man religiös sehen oder wie auch immer, auf jeden Fall sehr, sehr
machtvolle Negativ-Einflüsse den Weltkrieg herbeiführen. Also dass der Geist und die Kultur und die Künstler sich auf einem Weg befinden, der diametral entgegengesetzt ist der Entwicklung der Machtinstrumente und des imperialistischen Denkens der Regierungen. Und dass in diesem Clash, wie heißt das, in diesem Zusammenstoß von 1914 bis 18 sicherlich vieles von diesem Aufbruch verschüttete, aber andererseits erst durch den Weltkrieg einiges aus diesen Kunstwerken erkennbar wird als Vorahnung. Eins zu eins wird nie ein Kunstwerk aus einer Gattung zu einem anderen passen. Aber die gemeinsame Entstehungszeit und diese Aufbruchsatmosphäre vor dem Ersten Weltkrieg, die, glaube ich, bringen schon viel gemeinsam. Zum Beispiel, dass Kandinsky sein Buch vom Geistigen in der Kunst nennt, das deutet schon auf einen Ansatz, der mit Schönberg was zu tun haben könnte, hin. Oder dass Delaunay eine in etwa analoge Behandlung des Formlosen und der Form wie Berg beinhaltet. Ich glaube schon, dass es Entsprechung gibt. Oder die große Sparsamkeit bei Klee. In der heutigen Sendung bringen wir verschiedenartigste Musikstücke zusammen. Und doch kann man sie unter einen Begriff bringen, nämlich den Begriff der Kürze. Sie sind allesamt recht kurz, die Stücke von Webern sehr kurz, die Stücke von Schönberg immerhin auch nicht gerade sehr lang. Wie kommt es zu dieser Konstellation in dieser Zeit? Ich glaube, dass durch den Verlust der Tonalität die Komponisten quasi entwurzelt waren. Also das Werkzeug, das so lange gedient hatte, die Form zu bilden aus seinen inhärenten Spannungen, war plötzlich weg. Sie sind zurückgeworfen auf ihre neuartige Erfindung und trauen wohl den neuen Materialien nicht genügend, um daraus große Formen zu bauen. Das passiert allerdings auch ganz kurz schon nach diesen Schönberg-Stücken von heute. In dem nächsten Opus von Schönberg, nämlich in der Erwartung, diesem Monodram für Sopran und Orchester, das 30 Minuten dauert. Das ist aber ein Einzelfall. Der Normalfall ist die Kürze, die Aphoristik sozusagen. Die Unbeweglichkeit in diesem Sommermorgen an einem See ist fast so groß wie in Ligetis Atmosphäre. Und der Untertitel Farben sagt uns, um was es Schönberg geht. Die Darstellung dessen, was normalerweise das äußere Kleid eines musikalischen Vorgangs war, als Substanz, als Struktur. Ein sich wenig verändernder Akkord von 5 Noten wird in verschiedener Beleuchtung vorgeführt. Ab und zu fällt ein Blatt auf die unbewegte, aber schillernde Oberfläche.
ein Hauptthema, eins der Hauptthemen in dieser Sendereihe für mich war, versuchen zu zeigen, wie die Geschichte des Individuums in Konfrontation mit dem Kollektiv für die Komponisten, die wir vorführen, sich abspielt. Oder wie die Stücke die Geschichte der menschlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert willentlich oder unwillentlich reflektiert. Und in den Stücken von Berg ist das geradezu überdeutlich abzulesen, wie der Instrumentalsolist, also der Repräsentant des Subjekts, des Individuums, mit einer unkontrollierbaren Menge kämpft, die ihn runterdrückt, die ihn erstickt. Sowas kommt auch bei Schönberg in dem sonst ja sehr lieblichen zweiten Orchesterstück vor, wo der Sommermorgen an einem See dann doch ein bisschen unheimlich wird. Aber die Beispiele, die ich bringen werde von der Sologeige gegen eine große Orchestermasse, die reflektieren einen gesellschaftlichen Vorgang, der in etwa mit dem kollektiven Schock aus Schönberg etwas zu tun haben kann. Wie geht dieser Kampf in beiden Fällen aus? Schlecht fürs Individuum und gut fürs Kollektiv. Das ist ja das Geschichtliche. In diesem zweiten Stück mit dem Titel Reigen ist nun ein solcher Reichtum von Gestalten, Beziehungen und Übergängen, dass eine ganze Sendung kaum ausreichen würde, das alles hörbar zu machen. Ich möchte ein kleines Motiv in seinen Verwandlungen vorführen. Wie ein Charakter aus einem Roman hat das Motiv ein Eigenleben, ein Schicksal. Das, was ich ausgesucht habe, ist ganz einfach. Nur vier aufsteigende Töne wie eine Fanfare. Da-da-da-da. Es taucht zuerst auf im ersten Stück, kurz nach dem Höhepunkt. Im zweiten Stück kommt es erst verkleidet als Aschenputtel, als unauffällige Begleitung, erst in der Bratsche, dann in den Harfen. Sie werden es im Kontext kaum wahrnehmen. Dann ist es einmal deutlicher ausgesprochen. Und sein Echo klingt verschwommen lange nach in den Hörnern als harmonischer Kitt. Dann ist es plötzlich ein aufreizendes Walzermotiv. Am Höhepunkt der Wildheit des Tanzes erscheint es wieder, kurz vor dem Zerbröseln dieser Situation. Und aus der lange stagnierenden Unentschlossenheit des nächsten Abschnitts wird es allmählich der Anfang, der Zündstoff zum letzten Walzer. Und so ähnlich ergeht es den meisten Gestalten, die hier ihr Eigenleben in einer fast chaotischen Umgebung führen.
Schauen wir uns die Begleitungen in diesem zweiten Orchesterstück von Berg an. Die Hauptsache ist das Fanfarenmotiv, fortgesetzt von der Sologeige. Eine Situation der Vorbereitung und der Auflösung vor dem ersten Walzer. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit aber auf die Vielfalt der Harmonie lenken. Da haben wir zuerst die zwei Hörner, die das Fanfarenmotiv harmonisch fortsetzen. Dann die Harfen, die Glissandi von verminderten Septimakkorden spielen, das abgenutzteste Bindemittel der spättonalen Musik. Hier klingt es geradezu exotisch. Dann die Celli mit ihren Akkorden, die Hörner fortsetzend. Schließlich die Flöten mit ihren chromatischen Linien in Flatterzunge. Nun alle diese Verschleierungs- und Verwischmanöver gleichzeitig. So viele harmonische Vorgänge zur selben Zeit, das ist die schöpferischste, friedlichste Anarchie. Jedes geht seinen eigenen Weg und toleriert das andere. Illusionen von 1913. Und dagegen muss sich nun die Sologeige behaupten, die allerdings allmählich von ihren Kollegen verstärkt wird. Wenn wir soeben als letztes den Reigen von Alban Berg gehört haben, so fällt auf, dass auch er in einer Zeit geschrieben ist, wo ein Stilmittel von Musik insgesamt oder eine Basis von Musik insgesamt zerstört worden ist, die Tonalität. Was ist denn überhaupt gewonnen mit dem Zerstören der Tonalität? Sowas macht man ja nicht mit Absicht. Das ist die geschichtliche Entwicklung und analog zum Zerfall der positiven Aspekte der bürgerlichen Gesellschaft, zerfällt das System, das der Musik der bürgerlichen Zeit zugrunde lag, von Bach bis Mahler, sagen wir mal, der ja nicht ein Vorgänger, sondern ein Zeitgenosse von Schönberg und Berg ist. Was gewonnen wurde, das hat sich schon im Tristan herausgebildet, nämlich, dass die Harmonie immer durch reale Stimmen dargestellt wird. Ähnlich wie bei Bach, mit anderer Musik, aber das Vorgehen, dass der Basso Continuo, also der Marsch der Harmonie, der Gang der Harmonie in realen Stimmen gesagt wird, das war nach Bach verloren gegangen in der Homophonie und wurde wiedergewonnen durch Wagners Art zu komponieren, besonders im Tristan.
Musik ist sehr stark konstruiert. Gibt es in der Malerei da ähnliche Zusammenhänge? Als Laie würde ich sagen, dass der Kubismus und der Konstruktivismus mit geometrischen Formen arbeiten, die natürlich eine Konstruktion eingehen in dem Bildganzen. Und dass, wenn wir an die Bilder von Kandinsky denken, die wir heute gesehen haben, dass es keinen Hintergrund gibt. Es ist alles Vordergrund. Und es erweckt auch nicht den Eindruck von Perspektive, sondern frei im Raum schwebenden Objekten. Die verschiedenen Möglichkeiten in der Gesellschaft reflektieren sich in verschiedenen musikalischen Darstellungen. Dieser dritte Gedanke aus Schönbergs zweitem Stück, wo die Solobratsche die Oberstimme spielt und ein leicht kenntliches Motiv sozusagen zum Nachsingen spielt, ist durchkonstruiert durch individuelle Stimmen, die in tieferen Lagen eben keine Begleitung, sondern ein eigenes System darstellen, spielen. Später in dem Stück gibt es eine Stelle, wo das Fagott eine kleine Phrase spielt. Und dadurch, dass die anderen Instrumente sozusagen einfallen, ihn wiederholen, ihm nachplappern, ersticken sie ihn. Das empfinde ich sehr stark als ein gesellschaftliches Moment. Das Ersticken an der Vielfalt? An der Menge. Also U-Bahn fahren in Tokio. Die gesamte Musik, über die wir heute sprechen und die wir heute hören, ist ja komponiert am Vorabend des Ersten Weltkriegs, also auch die Werke von Alban Berg, das Opus 6, von dem wir sprechen. Ist davon überhaupt etwas spürbar, auch im Falle von Berg? Ich glaube, es ist sehr stark spürbar. Es ist die Geräuschsphäre im ersten Stück. Es ist natürlich der Marsch. Es ist dieser Abschied von der bürgerlichen Gesellschaftsform im Reigen. Und ohne so präzise jetzt sich auf Geschichte festlegen zu wollen, es ist seine persönliche Konstellation, also wie seine Persönlichkeit gebaut ist, diese Bändigung, die man spürt zwischen chaotischen Kräften, zwischen Triebkräften, die offenbar sehr stark waren, und
seinem Formwillen, diese unbändig genaue Arbeit mit diesen Elementen, die eigentlich ja dauernd in einem Chaos explodieren wollen. Das ist die Situation vor einer Revolution zugleich. Also es ist psychisch und gesellschaftlich, glaube ich, relevant. Die Gleichzeitigkeit von größter Komplexität und einer großen Ökonomie, die in der Arbeit erscheint. So ist der Ton des Ganzen der Malers ein Ton der Trauer und ein Ton der Zersetzung. Und das alles bei besessener Arbeit an der Konstruktion. Nicht? Seine Form wuchert geradezu vegetabilisch und wächst so ins Ungemessene. Und er zwingt sie zusammen zur strengen Architektur. Zu der Zeit, als Webern am fünften Stück aus Opus 10 arbeitete, meldete er an Schönberg: Es bilden sich mir jetzt wieder verhältnismäßig längere Sätze. Webern, der Komponist der Kürze, wie sieht ein längerer Satz bei ihm aus? Er hat früher dem Schönberg geschrieben, dass er sehr viele Einfälle hat, dass er eine ganze Reihe Stücke schreibt, aber es fallen ihm nur kurze Sachen ein, sagt er. Und das hat damit zu tun, dass das Material vorläufig nicht genügend organisiert ist, um den Zusammenhalt längerer Formen zu garantieren, was Komponisten dieses Anspruchs einfach von sich selber fordern. Sie folgen also nur dem Einfall, soweit er sie trägt, sozusagen im ersten Schub. Was diese längeren Stücke sind, die von 1913, da gibt es dieses Lied »O sanftes Glühen der Berge« auf einen sehr naiven Text von Webern selber. Das hat 35 Takte und das fünfte Orchesterstück Seele hat 30, glaube ich, in etwa. Das sind dann schon längere Formen verglichen mit einem Stück von 6 Takten, 5-mal so lang. Aber wie viele Takte sie haben, ist irrelevant. Es kommt auch auf die Geschwindigkeit an. Also es kann ein Stück von vielen Takten viel kürzer sein als eins mit langen Takten im langsamen Tempo. Auf die Geschwindigkeit und auf die Menge Information, glaube ich, kommt es an, um etwas kurz oder lang zu nennen. Mit Kürze ist ja Opus 10 Nummer 4 durchaus nicht definiert, sondern es ist die Fülle des Stücks, die Perfektion der Darstellung von delikaten Gedanken, die es einfach nicht länger sein lassen. Die Fragilität, die Zerbrechlichkeit, die Feingliedrigkeit dieser Gebilde. Und die gibt T.S. Eliot in 2 Zeilen aus dem Gedicht The Wasteland sehr gut wieder. This is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. So endet die Welt, nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern.
Thank you.